Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Poli. Schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich sehr. So, ich habe soweit schon mal den Rucksack leer gemacht. Mit dem ganzen Killefit, den wir hatten. Ich habe hier noch zwei Gasmasken und eine Batterie. Die schleife ich mal mit mir rum. Ich habe mal den Container soweit dahingestellt. Wir müssen mal gucken, wenn wir einen großen Tisch kriegen, dann stelle ich den vielleicht als Bürocontainer drunter. Das muss ich mal gucken, wie ich das da machen will. Was ich auf jeden Fall heute mit euch machen möchte, ist, dass wir uns ein bisschen Muni machen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Brass und auch Gunpowder zusammen. Ich würde aber gerne zuerst mal gucken, ob wir uns ein bisschen Kohle mitnehmen. Denn ich würde mir natürlich tendenziell gerne den zweiten Schalldämpfer kaufen. Schauen, auf welche der Waffen ich den montieren kann. Und auf der... Wie bist denn du hier reingekommen? Entschuldigung, kann ich Sie mal was fragen? Wie sind Sie hier reingekommen? Ist dein Kolleg da? Hast du den nicht im Griff? Den Kolleg da? Den tote Kolleg? Also den tote Kolleg? Sag mal, was ist denn hier gerade los? Hier ist ja richtig eine Ansammlung. Guck mal. Da stehen sie. Ja, ich möchte nämlich schauen, auf welche Waffe passt der Schalldämpfer? Und auf die Waffen, wo er passt, welche davon möchte ich am liebsten benutzen? Und daraufhin würde ich nämlich für diese Waffe dann die Munition machen. Hey, stirb doch mal schneller. Stirb. Oh, guck mal, der ist einfach müde gewesen. Der hat sich jetzt hier hingelegt. Ich komm so nicht an die Leiche dran, ne? Nee. Oh, guck mal, die ist auch müde. Was ist denn hier los? Guck mal, jetzt ist der auch müde. Ach ja, ich mag die Spikes. Das nimmt auf jeden Fall ein bisschen Arbeit ab. Davon will ich jetzt nichts. Brauche ich auch nicht. Jetzt muss ich nur regelmäßig gucken. Bei den Zombies, die hier so tot rumliegen, dass ich nicht vergesse, sie zu looten, ne? Und wir müssen auf den Geist aufpassen. Warum will ich Muni machen? Genau, für den Geist. Oder gegen den Geist, das kann man jetzt sehen, wie man will. Das wäre mir noch sehr recht. Oh, geil. Batterie nehme ich. Wir wollen ja ein bisschen Kohle verdienen hier. So. Machen wir uns hier mal auf. Was ist mit dem hier? Nee. Nice. Danke. Ey, Kumpel, mag dich. Also ich finde die Sense schon echt geil. Ich weiß nur nicht, ob ich das Schwert nicht besser finde. Oh, nee. Ey, das finde ich immer so unnötig, ein bisschen. Das finde ich ein bisschen unnötig, dass die Hitboxen da noch nicht richtig funktionieren. Das nervt mich wirklich, das stresst mich auch ein bisschen. Wenn du dann da im Direct Fight mit so einem Zombie wisch. Irgendwie uncool, wenn du dann schlägst und du triffst nichts, ne? Das mag ich nicht so gern. Nee. Kein Geist in Sicht bisher, ne? Nee. Sehr gut. So, guten Tag. Den da will ich. Zack, den Hammer. So, wir verchecken auch den Scheiß gleich. Ach, bisschen Kohle haben wir zurückgekriegt. Jetzt nicht wahnsinnig viel, aber egal. Okay, den Schalli haben wir. Schalli-Schalli-Dämpfer. Ich würde ja gerne hier noch ein bisschen rumgucken, weil ich noch was Geiles finde. Aber ich habe Angst vor dem Geist. Ein bisschen Angst vor dem Geist habe ich. Nee, nicht auch noch so einer. Geh weg. Geh weg. Haben wir gerade Durst? Komm. Ich hoffe... Oh ja, den Tisch, den will ich. Ich hoffe, der Entwickler gibt noch ein bisschen Gas. Und es kommen noch geile Inhalte dazu, weil ich sag's mal so, ich würde jetzt hier heute nochmal den Geist probieren. Dann kann es aber sein, dass ich vielleicht mal bis zum nächsten Patch ein bisschen Pause mache. In der Hoffnung, dass es dann vielleicht schon neue Inhalte gibt.
Ach nee, einen Musketenhut, den muss ich ja mitnehmen. Ich gucke jetzt auch vorsätzlich nicht mehr in die Rucksäcke. Ich habe in den Kommis gelesen, dass es euch genauso geht wie mir. Als Loot-Monk schaut man natürlich in jeden Rucksack rein und ist jedes Mal enttäuscht, dass da nichts drin ist. Ja, geht mir auch so. Deswegen lasse ich das jetzt einfach. Schaut ja nur mir, ne? Oh, was will das Püppchen denn jetzt? Püppsche, ich habe jetzt echt gerade gar keine Zeit für dich. Nein, 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 nein. Au, 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 das war dumm. Boah, hau doch ab. Oh, komm her. Man macht das immer zum falschen Zeitpunkt, ne? Also, was heißt man? Ich mache es immer zum falschen Zeitpunkt. Die blöden Medikamente da einzuwerfen. Und was natürlich auch schön wäre, wenn wir natürlich noch ein paar Arzneikästen finden, bevor wir den Geist machen. Ne? Das wäre auch nicht so schlecht. Ich hoffe, das klappt. Oh, nee. Noch ein Schrank. Den hätte ich ja jetzt aber auch gerne, ne? Lass uns mal hier gerade das da und Schrank. Kann ich den Schrank nicht einstecken? Sag mal. Was? Jetzt sehen wir noch nichts. Kein Platz. Hier, passt doch rein. Das wäre auch geil, wenn er das automatisch umsortiert im Rucksack, ne? Dass man es trotzdem nehmen kann und er platziert einfach die Items so, dass es dann halt reinpasst. Ich meine, wenn es gar nicht passt, ist okay. Aber wenn noch Platz ist, dass man das halt nicht immer selber umsortieren muss. Ist halt immer so ein kleiner Zeitfresser, ne? Ja, wir nehmen uns hier noch mit dem Zeug mit. Was steht eigentlich bei dem Schalldämpfer dabei? Jo. Reduziert die Geräuschkulisse von Waffen. Ja, das ist... Danke. Wäre ich fast nicht drauf gekommen. Ich habe kurz überlegt. Schalldämpfer. Was macht der denn? So, hier ist nix. Ah, komm, machen wir kurz die Campsite hier unsicher. Ach, da in den Mülleimer würde ich gern gucken. Nee. Nix. Nix für mich. Money, money, money. Danke. Nehme ich natürlich. Oh, nee. Guck mal, da ist der Vogel kaputt. Was ist denn da passiert? Ist ja eine Frechheit. Der arme Flamingo. Nein, darfst du die Spitzhacke da schon nehmen? Ich will nur wieder rechtzeitig zu Hause sein, quasi. Bevor es dunkel wird. Dann können wir nämlich noch gucken, welche Knarre wir bevorzugen. Und dann machen wir Muni. Oh, den Stein, den nehme ich auch mit. Ist doch geschenkt, ne? Alles. Hey, Spackle-Zombie. Das ist mit dir nicht in Ordnung. Nee, die Magazine will ich alle nicht. Nichts. Nägel. Vielen herzlichen Dank. Schade, dass sie tot sind. So. Bisschen gemein, ich weiß. So, ist da irgendwas drin? Natürlich auch nicht. Ah, den Container, den kann man hier bestimmt öffnen. An den habe ich hier aber auch noch nie gedacht, ne? Dass man den hier aufmachen kann. Nice, da war nichts drin. Tja, dann komm mir mal nach. Das möchte ich sehen. Tschaußen. So, jetzt aber ab durch die Mitte hier. Wir müssen in die Richtung, ne? Ja. Können wir hier in den einen oder anderen Container reingucken? Oh, guck mal, die Weste sieht aber auch geil aus. Die nehme ich auch mal mit. Bringt es eigentlich was, wenn man die 3D-Glases aussetzt? Ist dann alles... Mehr 3D? Tja, wo der Geist sich versteckt, weiß auch niemand, ne? Guck mal, war da schon immer Wäsche in der Waschmaschine?
Oh, Tomate nehme ich mit. Ach, so ein Pumpkin kann ich... Ach, komm. Was soll der Geiz? So geschenkt. Kostet schon nix. Wieso gibt's hier eigentlich nichts Schönes? Fände ich eigentlich auch gut. Muss ich jetzt eigentlich den Geist wieder beschwören? Ah, ich muss ihn neu beschwören. Ah, das macht das Leben natürlich ein bisschen einfacher, als wenn ich hier mit Angst durch die Gegend stiefel. Also gut zu wissen, der Geist wird zurückgesetzt. So, vielleicht sind wir mal schnell nach Hause. Bisschen, wie man auch an den Autos sieht, ein bisschen Metall habe ich natürlich schon Outtake zusammengefarmt. Das habe ich oben auch schon reingeworfen. Oh, ich hätte gern eigentlich noch andere Fallen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Seven Days, wo es ja auch die Klingfalle und Co. gibt. Sehr, sehr geil. Das wäre hier auch cool. Ich hoffe, da kommt noch so einiges. Das wird mich auf jeden Fall total freuen. Guck mal. Apokalypse-Weste. Ich finde, die sieht aber eigentlich fast noch einen Tick geiler aus als die, ne? Nicht, dass ich grün nicht mag. Ich mag grün schon, aber ich finde es irgendwie... Gelb-schwarz sieht irgendwie cool aus. Open. Jo. Dem Kürbis. Haben wir eigentlich gerade Hunger? Ach komm, wir schnappen uns hier gleich mal ein. Ah, die sind schon geil, ne? Ja, die machen schon satt. Und sie bringen auch noch Feuchtigkeit. Auch cool. Okay, so. Deine? Was machen wir denn jetzt? Wir müssten hier auch mal alles ein bisschen aufräumen. Das sieht hier schon wieder aus wie bei Hempels. Brutal, oder? Und ich brauche auch schon wieder Kabel. So, wir haben doch hier Nägel noch. Die können wir nochmal rausschmeißen. Dann habe ich hier Metal. Nochmal Metal. Und ein Hauch von Brass. Hier haben wir 100 Steine drin. Ah, hier können wir das noch dazu schmeißen. Zack. Dann habe ich hier ein bisschen Gunpowder. Das können wir rausnehmen. Sonst ist hier nichts drin, ne? Ne. Komm, auch hier sortieren wir kurz. So, unser Essensschrank ist hier. Ja, wie gesagt, ich brauche immer noch Platin. Ah, das will ich auch noch ausprobieren. Ob man tatsächlich durch das Up... No space for item. Was, hä? Was soll das bedeuten? Hier ist doch Space. Weil manchmal macht das Spiel auch Sachen. Ja, was ich sagen wollte eigentlich ist, ich würde gerne ausprobieren, ob man von den Laternen tatsächlich nur Kabel kriegt. Weil ich habe irgendwo in den Comics gelesen, ja, ich hatte auch Probleme mit Platin. Bis ich dann quasi... Oh, unser Fernseher. Bis ich dann quasi angefangen habe, die Laternen zu farmen. Da habe ich mich gefragt, wegen Kabel oder auch wegen Platinen? Jetzt war ich mir nicht mehr sicher, kriegt man auch Platinen raus? Weil ich sag's mal so, es wäre ja geil, wenn dem so wäre. Ich glaube nur nicht dran, dass man auch Platinen kriegt, weil wir haben bisher null Platinen gekriegt. Wir haben noch eine Kiste mit Hüten. Wo ist denn die eigentlich? Hier schon mal nett. Auch nicht. Die war irgendwo hier an der. Was ich auch schön fände, wenn man Kisten beschriften könnte, ne? So eine Box ist aber auch scheiße. Die hat immer so ein blödes Format. Komm, dann machen wir die Hüte da rein. Hier, Werkzeuge, da können wir doch die Angel noch dazu stellen, ne? Zack. Sehr gut. So, Heavy West. Dann nehme ich mal ein Zeug aus der Heavy West raus. Warum? Wir wollen eine andere anziehen, und zwar die da. Ja, viel besser. Ich will auch eine andere Kopfbedeckung noch finden, hoffe ich. Und eine andere Maske. Ich brauche immer noch eine Maske, ne? Hier. So. So, dann haben wir jetzt ja nur noch ein bisschen Killefit, den wir ausräumen müssen. Ja, wie ihr seht, ein bisschen mehr Licht wäre schon schön. Ne? Wäre schon schön. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Das hier raus. Brass raus. Eine Tomate, die lasse ich mal im Sack. Dann noch ein bisschen Geld, das können wir rausschmeißen. Hier in unsere geile Moneybox. Moneycase, jetzt sind wir schon wieder richtig pleite, wa? Oh, geht auch fix.
welche Knarre ich natürlich durchaus geil fand, ist eine von den beiden hier, ne? Ich würde doch gerne mal testen. Yo. In die AK wird es zum Beispiel mal reingehen, ne? Aber vielleicht will ich auch lieber die M4 benutzen. Nee, geht's da nicht? Nein. Och, Kacke. Das ist jetzt schade. In der Farmers ist schon der Schalli, ne? Ja, der Schalli ist da drin. Ja gut, da wir nicht so viel Auswahl haben, schmeißen wir das in die AK rein. Jetzt müssen wir nur mal gucken, haben wir auch Muni für die AK? Muni. Wo war sie denn? Nein. Ja. Was braucht die AK 762? Hier, 762. Ah ja, ich weiß schon, das geht rein, ne? Jo. Hier geht die auch nicht da rein. Ne, die geht nicht da rein. Die auch nicht. Ja, schade. Wir brauchen auf jeden Fall 76239. Crafting. Hier, 76239. Was bedeutet das hier? M67 FMJ? Hä? Ist doch AK. AP? Jetzt bin ich gerade verwirrt, was mir das hier genau sagen soll. Okay. Ich probiere mal eine Kugel. Aha. 76239. Achso, ich habe die falsche hergestellt, ich Depp. Muss man das erst da rausmachen, oder? Ah ja, okay, die geht tatsächlich rein. Was? Wir können keine 100 Schuss machen. Aber 20, oder? Jo, wir machen mal ein bisschen. Na, mehr geht nicht. Okay, haben wir noch AK Magazine? Ja. So, die würde ich nämlich voll knallen. Das kann hier alles wieder raus. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Die anderen Magazine sind alle soweit fast leer oder leer. Was ist hier eigentlich für Muni drin? Andere? Da ist gar keine drin. So. Dann haben wir das nämlich soweit schon mal erledigt. Was, wie gesagt, spitze wäre, ist, wenn wir noch ein paar Medikits zusammenkriegen. Ich glaube, Medikits haben wir keine mehr so viele, ne? Nee. Scheiße. Hä, wieso kann ich die nicht stacken? Was heißt hier No Space? Ist jetzt dein Ernst? Hä? Okay, ja, gut, die kann man nicht stacken. Auch okay. Also eigentlich nicht okay, aber... Muss jetzt hier beide belegen, ey. Das ist ja auch ein bisschen doof, ne? Ja, ansonsten... Bandagen kann ich noch mal eine benutzen. Kann ich die eigentlich auch darunter ziehen? Jo, kann ich. So, eine benutzen wir noch. Painkiller gehen auch. Damit sind wir doch eigentlich für den Geist so mal ganz gut aufgestellt. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Muni durchgelaufen ist. Gucken wir hier noch mal rein. Da ist aber, glaube ich, nichts groß mehr drin. Wir haben hier noch die kleine Knarre, ein bisschen Wasser haben wir noch, eine Zange. Was macht die Uhrzeit? Oh, es wird langsam wieder hell. Sehr gut. 60.
Ach, schade, das wäre natürlich jetzt. Aber wir haben doch hier noch. Ach, 10 kann ich immer noch mal rauslassen hier, oder? Ja. 2 Magazine, sagt er so im Schnitt. Naja, ich bin mal gespannt, ne? Was ich eigentlich auch sehr interessant finde, also entweder habe ich noch nichts gefunden oder es gibt's noch nicht. Laufen wir tatsächlich ohne Schuhe, ohne Hose rum? Es sieht zumindest mal so im Spiel nicht so aus, als würden wir ohne Hose rumlaufen. Wobei ich das ja sehr lustig finde. Das war schon, der Film ist aber noch nicht. Ja, jetzt aber. Wunderbar. Was kommt eigentlich bei Side rein? Ich so als Waffen-Noob. Würde mich auch mal interessieren. Okay, wir haben noch den Tisch im Sack, ne? War das nicht? Oh ja, wir haben einen. Oh ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen ja oben mal so langsam unsere Gaming-Ecke. Gaming- und Spielespaß-Ecke mal langsam anfangen. Und ich würde sagen, wir beginnen das Ganze mal. Was ist der denn? Nein. Oh, ich glaube sogar nicht. Wir beginnen das Ganze mal hier mit dem Tisch. Ich hätte ja gerne 2 Tische, ne? Also 2, die man da so nebeneinander stellen kann. Dann können wir nämlich auch mal unseren. Der Fernseher war unten, gell? Komm, wir holen nochmal den guten. Den guten Television-Fernseher. Es gab eine Marke, die hieß, glaube ich, früher so, gell? Television. So, Place. Ah, mega. Ja, wo ist meine Konsole? Ah, da. Ja, wo sind eigentlich die Controller? Da fehlen ja die Controller. Wie soll ich denn zocken ohne Controller? So, hydrated. Sehr gut. Der Watercooler ist echt cool, gell? Der braucht auch noch einen schönen Platz. Diese Löwenstatue finde ich irgendwie ganz witzig. Hatte mir eigentlich gehofft, dass es was Geileres gibt. Ah, meine Playsee. Ja, ja, locker. Guck dir das mal an. Auch dafür fehlen mir noch die Controller. Und eine Couch. Eine Couch wäre top. Ja, gut. Dann haben wir jetzt Muni. Wir haben den Rucksack noch nicht frei. Okay, scheiße. Warte, ich erinnere mal auf dicke Hose, ne? Warte mal, wir können noch mal. Ist hier noch Platz? Ach komm, wir machen das hier rein. Die können wir rausmachen. Wir schmeißen natürlich mal das Schwert hier rein. Die Weste weg. So, wir müssen erst die Knarre mal zwischendeponieren hier irgendwo. Zack. Und ich habe auch gelesen, da war ich total erfreut eigentlich. Es gibt noch einen größeren Rucksack als den ich benutze. Wie cool. Ich dachte eigentlich, das war's, ne, von der Größe. Aber finde ich ja geil, jetzt weiß ich das auch. So, ich leg den mal so hin. Jetzt holen wir noch unsere Knarre wieder raus. Dann gehen wir alle nochmal pipi und dann reiten wir los, oder? Dann reiten wir hier zum Geist. Also, Medizin Hannisch. Knarre Hannisch. Ja, gut. Was ich eigentlich mal gucken wollte, gab es eigentlich schon wieder ein Update für irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Ich überlege ja auch, tendenziell mal diese Eisenbolzen für diese Armbrust hier zu probieren. Die Eisenbolzen gibt es ja hier. Hier am Amboss, genau, so rum. Hier kann man ja die Metal Bolts herstellen. Klatschen die mehr? Hat da schon mal jemand tatsächlich Erfahrungswerte sammeln können? Hä? Was ist das? Shop Light.
Das will ich. Ich brauch so ein Board. Damn it. Den Rest hätten wir. Ja, so eine Shoplampe, die ist neu, oder? Die kenne ich ja so nicht. Ja, die wäre top. So, eins nach dem anderen hier. Ach, da zwinkert er wieder. Witzig, dass da auch mal ab und zu eins ausgeht, ne? Wir nehmen aber mal das raus und das rein. Und dann probieren wir mal unser Glück. Gab's hier zufällig irgendwas? Nö. Natürlich nicht. Klebeband will ich gerade nicht. Rucksack, da gucke ich ja nicht mehr rein. Da bin ich zu faul. Im Blumenladen gibt's Blume ohne Ende. Hier gibt's nichts Neues. Nee. Ja, ich würde nämlich tendenziell auch auf den blauen Bus hüpfen. Um dann rüber zu gehen auf den roten Bus. Und von dem roten Bus aus würde ich dann alles geben. Ach, sie ist tot. Glaub's ja gar nicht. Ja, wunderbar. Gleich mal gucken, was sie hat. Ja, freut mich. Danke nochmal für die Tipps. War echt gut. Und ja, stimmt. Der Dot haut gar nicht so rein, aber man hat irgendwie immer Schiss die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist die Geräuschkulisse, oder? Die einem so ein bisschen irre macht im Kopf. Holy moly. Oh, nice. Toll. Im Rucksack war natürlich ja nichts. Was? Okay. Wir haben gerade ein heiliges Schwert gefunden. Okay. Why? Achso. Why not? Da bin ich mal gespannt, was das kann. Krasses Ding. Aber ich wollte eigentlich das hier haben. Tja, am frühen Morgen heißt es Geist Schuss, ne? Finde ich gut. Ganz nach dem Motto Salvation for all, ne? Ja, auch für euch. So, gibt's hier noch was? Ja, nice. Müssen wir mal gucken, ob wir hier die da mal umplatzieren können. Ist klar, oder? Okay. Das Ding müssen wir auch mal ausprobieren jetzt. Globus. Was ich auch gut fände. Ach, das funktioniert tatsächlich. Ja, das funktioniert. Man kann es aber auch den Rucksack ziehen. Nice. Hier ist ein blöder Helm, gleich zweimal. Hier, Spitzhacke, was haben wir hier? Ah, Magazin. Und ich wollte auch da oben mal irgendwie gucken, wie wir da hochkommen. Da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit. Ah, nice. So, im Namen der Tafelrunde darf ich euch einen Kopf kürzer schneiden.
Oh, sehr gut. Sehr gut. So, mit Blick auf die Uhr würde ich doch sagen, ach scheiße, der hat schon wieder einen Tisch, den will ich doch. Nein, 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 geh fort, du Blädersch. Ja, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, ich mache mich mal auf den Weg nach Hause, ne? Nein! Wie geil, eine Ananas als Neonschild. Boah, mega. Das wird gut. Schön. Oh, ich wusste gar nicht, dass es verschiedene Neonschilder gibt. Das ist ja geil. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Und ja, bedanke mich bei euch natürlich wieder mal fürs Zuschauen. Die 30 Minuten waren schon wieder viel zu schnell um. Ich weiß nicht, wie es euch immer so geht. Oh, eine Narrenkappe. Auch nice. Ich weiß nicht, wie es euch immer so geht. Ja, die Zeit fliegt einfach. An der Stelle, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, bis gleich zur nächsten Folge.